Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stylen wir meinen Balkon um. Das habe ich schon eine Weile vor, eigentlich schon mehrere Jahre. Und habe es nie gemacht, weil ich immer dachte, oh, egal. Und ja, jetzt ist es soweit. Ich möchte mich im Sommer endlich auf meinem Balkon sitzen, weil aus dem kann man echt was machen. Und im Moment ist der eine komplette Rumpelkammer. Ich zeige euch den jetzt mal. Schon mal in einem Vlog kurz gezeigt, aber ich zeige es jetzt für das Video noch einmal, weil kann ja sein, dass ein paar von euch den Vlog gar nicht gucken. Ihr seht, es, wir haben einen toten Tannenbaum, der kommt weg, da kommen neue Blumen rein, da ist so Katzenzeugskram, das kommt alles, ja, muss ich behalten, weil ich muss irgendwo mein Katzenstreu hintun, aber das wird alles ein bisschen ordentlicher, mal sauber gemacht. Das Kabel da muss irgendwie ordentlich gemacht werden. Dann haben wir auch noch einen Blumentopf mit Erde, keine Ahnung, warum da Erde drin ist. Da sind nicht identifizierbare Wasserflaschen, die seit Jahren da liegen und das Wasser kann man nicht mehr trinken. So lange liegen die schon da. Verpackungsmüll, ein Saft, den man auch nicht mehr trinken kann. Der steht da auch schon sehr lange. Dann haben wir ein bisschen Pfand. Und dann haben wir hier so ein paar Eimer. Und da ist von meinem Tannenbaum der, die Halterung, die ich eigentlich gar nicht brauche, weil ich habe einen Plastikbaum. Ja? Die kommt im Keller. Die Stühle kommen weg. Und da sind noch Luftballons. Die sind von meiner Babyparty übrig geblieben. Ist halt Müll, der jetzt aussortiert wird. Und ja, hier ist noch ein Blumenkasten mit Himbeeren. Traurige Himbeeren. Und ein Mülleimer. Und ja, der kommt auch weg. Dann wird der Boden sauber gemacht. Das wird sauber gemacht. Da kann man auch schön was draufstellen. Und ja, dann stylen wir das um. Ich habe halt ein paar Sachen besorgt. Für den Balkon als Deko. Das hier ist ein Schildkrötenaschenbecher, weil meine Mama raucht. Und ich finde das immer so blöd, wenn die Zigaretten durch die Gegend fliegen. Deswegen habe ich den besorgt, weil ich finde den eigentlich auch ganz süß. Fällt nicht so direkt auf, dass es ein Aschenbecher ist. Könnte theoretisch auch ein Kerzenständer sein. Ich habe hier so unterschiedliche Kerzengläser. Da kommen dann Zitronella-Kerzen rein. Zitronella-Kerzen für die Mücken und so. Dann haben wir hier einen kleinen Mini-Blumentopf. Ich hole den mal raus. Das ist so ein kleiner Blumentopf. Da werde ich eine kleine Mini-Pflanze reintun. Der Blut hat jetzt hier so auch so eine Pflanze. Die muss ich noch wohl mal gießen. Die hat noch gar kein Wasser bekommen. Wäre vielleicht ganz gut, damit nicht diese Pflanze auch noch stirbt. Hier haben wir Solarlichterketten. Zwei Stück für abends, dass man gemütlich sitzen kann. Die laden sich dann über Tag auf und über Nacht oder am Abend kann man die dann anmachen. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Und genau das Gleiche gibt es nochmal für so auf dem Tisch. Das ist auch so eine kleine Lampe und die macht dann nochmal so schöne Muster. Oh, die ist ja schick. Okay, das ist halt so eine Solarlampe. Die lädt sich über Solar auf. Dann kann man die anmachen und dann macht die so Muster. Ne? Ah, jetzt ist sie gerade ausgegangen. Schade. Ah doch, hier sieht man es. Aber sie ist wirklich, ja, sie ist halt natürlich nicht aufgeladen. Aber dann sieht man, ne, die macht so ein Muster auf den Tisch. Beziehungsweise sie funktioniert wahrscheinlich eher draußen, wo es ein bisschen mehr Licht ist. Hier ist halt nicht viel Licht, ne? Oh, die sind ja süß. Und die sind halt wasserdicht, ne? Die sind halt extra für draußen. Das sind zwei Stück. Die laden sich auch über Solar wieder auf. Die haben jetzt leider nicht genug Strom gerade. Oder nicht genug Licht, weil die im Karton waren. Aber man kann die dann halt hier auf anmachen. Ah, jetzt kommt es so ein bisschen. Und dann haben wir für Baby Vans auch noch was. Ein kleines, das ist nicht besonders groß. Die größte Seite ist 1 Meter knapp, nicht mal. Und das kommt dann in die Ecke, damit Baby Vans im Sommer, wenn es richtig warm ist, da schön drin sitzen kann. Das hat einen Sonnenschutz. Wir kaufen aber trotzdem noch einen Sonnenschirm, weil hier die Sonne nämlich im Sommer auch immer so reinknallt. Und dann kann man die Sonne wenigstens so ein bisschen von der Wohnung und vom Balkon abschirmen. Aber wir müssen noch einen Sonnenschirm holen. Ich habe jetzt noch nichts Geeignetes gefunden. Ich hatte mal geguckt, aber ich finde das recht schwierig, weil das soll auf dem Balkon stehen und wir wohnen auf der ersten Etage. Und das muss halt stabil sein. Wenn es nicht stabil ist und der knallt runter, knallt er halt aufs Autoparkplatz und das möchte ich vermeiden. Deswegen müssen wir da mal nochmal genauer gucken, welchen wir da holen.
Aber erstmal hat die da Sonnenschutz. Wir haben ja am Balkon eine recht hohe Mauer. Also die geht so bis zu meiner Hüfte. Und da kommt keine Sonne durch. Das heißt, da in dem Bereich ist sie eigentlich immer sonnengeschützt. Nur hier halt nicht. Das heißt, wenn sie anfängt zu krabbeln, müssen wir gucken, dass wir da wirklich den Sonnenschirm dann spätestens haben. Und da sie schon anfängt zu robben, wird das wohl bald sein. Ja, und dann haben wir noch Balkonmöbel. Aber nur zwei Tische, zwei Stühle und ein Tisch. Das reicht für uns. Der Balkon ist halt auch nicht riesig. Da kann man ja jetzt nicht riesig was hinstellen. Meine Mama und ich gehen jetzt gleich Pflanzen kaufen für die Blumentöpfe. Und ich möchte eigentlich gerne auch noch irgendwie in Kick oder so mal gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwie ein bisschen Deko finden. Yes. Die ist doch schon mal schön, finde ich. Die? Nee, für den Kleinen. Aus den Töpfen rausholen, in die Erde einsetzen. Ja, ja, klar. Weißt du? So, guck mal hier, so drei verschiedene Farben. Die würden da auch, wenn nicht sogar vier. Gelb, nee, rosa fühle ich jetzt nicht so, aber rosa, Orange, gelb und rot. Genau. Würde ich ja eher hier so was Grünes nehmen. Ja, die finde ich eigentlich auch ganz schick. Ich habe halt Angst, dass ich das nicht hinkriege, ne? Die sterben bei mir halt alle. Das Einzige, was du machen kannst, wenn hier jetzt keine Pflegeanleitung bei ist, im Internet gucken. Ja, wie heißt die? Pflege ich, ja, aber die Namen stehen immer hier drauf. Ja. Große wollte sie ja nicht. Nee, ne? Nee. Doch. Die reicht auch. Für die paar Pfannen. Stehen die eigentlich hier vorne? Wer kauft denn hier sowas? Wir kaufen noch eine Schaufel. Seht ihr da diesen schwarzen Streifen? Das ist Acrylspray, weil Nancy ja immer auf dem Balkon ihre Sachen ansprüht für Cosplays. Nun. Und da sieht man, wie die Luftballons durch die Sonne auf dem Boden festgeschmolzen sind. Mm. Auch nice, habe ich auch noch nie gesehen, dass das passiert. Interessant. Mutter ist so ungeduldig. Ich wollte den weg. Die soll halt auch nicht so schwer tragen, ja? Was macht sie? Wirft die ganzen Klammern runter. Aber jetzt, wo das so ein bisschen Zeug weg ist, sieht man erstmal, die ist eigentlich schon recht groß, der Balkon. Und da ist noch goldenes Acrylspray. Ich hoffe, wir kriegen das ab, ne? Hm. Sieht doch jetzt eigentlich schon mal ganz viel besser aus. Wir werden jetzt noch die Erde aus den Töpfen holen. Dann fegen wir, dann topfen wir die Pflanzen erstmal um und dann fegen wir nochmal. Gucken wir mal. Boah, guck mal bitte, wie viel Dreck sich hier angesammelt hat, ey. Aber wir haben das bestimmt auch seit Monaten nicht mehr sauber gemacht. Das ist hier schon fast peinlich, ey. Versuche ich hier das. Ach, guck mal, das ist ja so eingetrocknet. Das funktioniert eigentlich total easy. Ich nehme jetzt einfach das hier an mit der Hand, weil den Stock, den kann ich ja nicht fangen.
war die Spinne. Will ich wissen, wie viele Spinnen ich da eingenistet haben. Kann man das jetzt nicht einfach kippen? Ja. Mama macht jetzt weiter. Nicht so Angst. Angst doch. Oh, kennt ihr das, wenn die Katzen dann einfach immer so super neugierig sind und immer überall dabei sein müssen? Ich glaube, jetzt können wir das kippen, Mama. Ja, ich wollte gerade sagen, ich schnee ihn jetzt hoch, Entschuldigung. Ja. Guck mal. Ja, geil. Ja, super. Ja, das ist mal eingetrocknet. Ich konnte ja jetzt, habt ihr vielleicht gesehen, das Ding einfach komplett rausnehmen, weil das einfach nur ein trockener Erdebrocken ist. Ja, jetzt wisst ihr, wie ich mit meinen Pflanzen umgehe, ne? Schenkt mir keine Pflanzen, Leute, ich sag's euch. Wir für die hier schon mal ein Gebet sprechen? Was bist du da? Du sollst die Pflanzen in Ruhe lassen. So wie du das machst. Ja, ich mache jetzt Erde rein. Ja. Dann mache ich die Pflanze rein, mache Erde rein. Okay. Und fest, okay? Ja. Also sie chillt schon am Tisch, ne? Oh, der Tisch ist hier richtig Höhe für sie. Stimmt. Bitte noch einen Becher dahin stellen, ja? Müssen wir jetzt eine Sonnenbrille anziehen? Und dann gleich. Und dann ein Getränk dahin stellen und dann Fotos machen. Mhm. Ja. Gießen macht, ne? Neu. Weil die ist, oder ist sie feucht? Nee, ne? Doch. Ja? Mhm. Auf jeden Fall heute Abend aber gießen, ne? Mhm. Schätzchen. Hm, sieht das schön aus. Vor allen Dingen ist das der richtige Blumentopf, zufälligerweise. Ja. Wirklich zufälligerweise, weil... Das stimmt. Das war ja nicht... Nicht zu groß, nicht zu klein. Ja, auch die Farbe, meine ich. Die Farbe auch. Wir haben da noch die bunten, ne? Die Lieder. Die hier, die bunten, meine ich. Ja. Mhm. Wäre einfacher gewesen, das hier da zumindest einzukippen, ne? Mhm. Nasi! Die Ohrmeise. Ja. Macht die das toll? Macht die das toll, Schatz? Ich glaube, wir haben zu wenig Erde. Mhm, so gerade wieder. So, die Pflanzen sind drin von meinem schönen Balkon. Mehr Pflanzen gibt es auch nicht, weil erstens bin ich allergisch, mir jucken jetzt schon die Hände. Und zweitens werden die wahrscheinlich eh sterben. Oh, sagst du mal. Aber es ist ja so. Und die hier, die werde ich wahrscheinlich irgendwo innen reinmachen. Oder ich hole mir mal noch einen Topf.
Die letzte Pflanze hat auch ihren Topf bekommen. Glücklicherweise passt der perfekt da rein. Die Blume passt perfekt da rein. Und die ist auch wunderschön. Ich weiß gar nicht, was das für eine Pflanze ist. Ich hätte vielleicht auch vorher im Internet mal Pflegehinweise lesen sollen. Upsi, jetzt weiß ich nicht mehr, was das für Pflanzen sind, weil ich habe die Töpfe weggeschmissen. Naja. So, jetzt wird hier gefegt. Die Blumenerde wieder weg. Und dann gucken wir mal, wo wir die hinstellen. Beziehungsweise müssen wir erstmal wischen. So, ich habe jetzt die ersten 6 Kacheln geputzt. Wie schon fertig. Kein Bock mehr. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Wieso kannst du das so schnell und ich nicht? Ja, bin ja schon was älter. Achso, also du meinst es mit deinem Alter. Ich bin schon länger Hausfrau als du. Naja. Es sieht einfach jetzt schon so viel besser aus. Nur weil der ganze Müll weg ist und sowas. So, jetzt sieht es schon mal viel besser aus. Das Wäschereck müssen wir halt leider hier stehen lassen. Weil wir keinen anderen Platz dafür haben. Aber das ist jetzt schon mal sauber und leer. Da stehen nur noch die Blumen. Das kommt jetzt wieder rein hier von dem Baby. Und den Rest machen wir dann morgen.